In diesem Video schwimmen Sie gegen den Strom. Sie lernen, wie erfrischend das sein kann und wie die Grundbewegungen des unteren Menschen und des oberen Menschen in der Lautgebärde des R mitwirken. Lassen Sie sich, wie in den entsprechenden Videos gezeigt, von der Energie des unteren Menschen nach vorne schieben und von der des oberen Menschen nach hinten ziehen. Machen Sie das so, dass die Beine Ihr Laufen selber organisieren. Jetzt drehen wir die Richtung um. Wir aktivieren den unteren Energiestrom und laufen mit seiner Hilfe nach hinten. Hinten lassen wir los, steigen auf, aktivieren den Strom oben nach vorne und lassen uns nach vorne ziehen. Loslassen. Nach hinten getragen werden, aufsteigen, gezogen werden, loslassen, geschoben werden. Sie kommen auch bei dieser Drehrichtung in ein kontinuierliches nach hinten und nach vorne bewegen, bei dem Sie kontinuierlich geschoben, getragen, gezogen und mitgenommen werden. Je mehr Sie, wenn Sie hinten loslassen, den unteren Strom noch spüren, umso leichter steigen die Arme. Und vorne, je mehr Sie den Strom, der Sie vorgebracht hat, noch erinnern, umso leichter sinken die Arme nach unten. Wenn Sie das Schwimmen gegen den Strom eine Zeit lang gemacht haben, stellen Sie sich ruhig hin und spüren im Körpergefühl nach, welche Nachwirkung entsteht. Erleben Sie jetzt nicht ein ausgesprochen frisches und lebendiges Körpergefühl? Und vergleichen Sie es damit, wenn Sie die Übung Schwimmen mit dem Strom machen und dann nachspüren. Und dann stehen bleiben, nachspüren. Und jetzt noch einmal das Schwimmen gegen den Strom. Stehen bleiben, nachspüren. Wie erleben Sie den Unterschied? Wahrscheinlich haben Sie jetzt sogar ein Gefühl, wo diese R-Bewegung beginnt. Oben oder unten?
oben. Oder unten. Der Bewegungsablauf beim Schwimmen gegen den Strom kommt sehr nahe der Bewegung, die wir in der Rhythmie die R-Bewegung nennen. Er ist das Kräftespiel, das in dieser Bewegung wirkt.